Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Cossacks 3. Im letzten Part haben wir die Anhöhe von Ta Feuer genommen und ja. Ich freue mich jetzt mal auf diese Scheiße hier. Ach, der schießt, okay. Würde ich mal sagen, greifen wir allgemein an, oder? Kurz zu sagen, was letztes Mal passiert ist. Wir haben ja die Anhöhe erobert und ja, ich habe mir den letzten Part ein paar Mal angeguckt. Der gute Paul hat mir mal ein bisschen was geschrieben, und zwar, dass ich bis jetzt ziemlich scheiße spiele. Was ihm aber auch klar war. Wow. What the fuck war das? Ja, er hat quasi nur geschrieben, dass ich mir da unten ein bisschen scheiße spiele, weil ich Informationen gar nicht hinbekomme und so weiter. Ja, ist mir klar. Und deswegen wollte ich bis zum nächsten beiden Parts mich da ein bisschen besser informieren rein. Also ich spiele jetzt noch ganz normal. Danach wollte ich mal ein bisschen mich genauer schlau machen. Und hängt schon wieder Kanonen rum wie die Eier, ey. So scheiß Viecher. Das hasse ich so. Weißt du, machst du Formationen in aller Ruhe? Ja, gut. Kann das Ganze trotzdem ein bisschen vorne hinkommen? Ja, schieß da. Du. So, das Problem ist nämlich, er hat mir unter anderem gesagt, man kann Informationen machen, vor allem mit Stellung halten und so weiter, gibt da gute Angriffsboni, das funktioniert alles gut und so weiter. Ja, glaube ich dir auch. Das Problem, was ich am meisten damit habe, ist, dass die Kanonen logischerweise mehr Reichweite haben als irgendwas anderes. So, wenn ich jetzt hier eine schöne Formation rausmache, dann kommen einfach ein paar Kanonen von an und zerballern meine Formation. Und ja, ich hänge rum und ja, ich hänge andere. Ist dann zu weit weg. Und das regt mich mit den meisten auch rein im Spiel. Aber ich denke mal, ich kriege schon irgendwie hin. Na. Ich habe Musketenschützen. Die will ich gerne einsetzen. So, denn hier ist noch ein Turm. Den will ich natürlich ausschalten. Dafür habe ich meine Mörser mitgenommen. Und das war nicht zum Beispiel. Da unten ist eine einzige Kanone, die mir ja, auf die Eier geht. Ist das so richtig, ob man richtig viele Einheiten weg. Komm her. Okay. So. Okay, wir sind alle da. Was? Ein bisschen Bombarden. Egal. In meiner Theorie können die es ja auch vorne hinstellen. Ich glaube, wir brauchen nichts. Wenn wir den vorne weg haben, schaut es hier so aus. Okay, wir kommen noch. Da sind wir auch noch zu durch. Ja, hier läuft das halbwegs. Wenn wir noch irgendwelche Verbesserungen machen könnten. Können Sie Reinhard nochmal heilen, warum nicht? Wie gesagt, bis zum nächsten beiden Parts möchte ich ein bisschen mit einlesen in Sachen Informationen und so weiter. Ich bin nicht mehr ganz so blauäugig hier rumlaufe. Reicht. Ah, ich hab's da Bauern bekommen. Cool, kommt mal her. Okay.
dann sollen die ganzen Jungs einmal vorrücken. Und die Kavallerie überrennt einfach den Platz. Scharf geschossen, ah genau, in der Mitte. Und hier die Kanonen. Meine Hüs sind fertig, allerdings sind die Jungs irgendwie nicht so auf dem Niveau, wie ich es mir denke. Können, mit denen kann ich keine 80er-Formation machen. Wenn ich den 40er machen kann. Rausknallen. Und ich denke, dann haben wir so allmählich das Ganze unter Kontrolle. Da kann ich die ganzen Jungs mal ranholen. Bis wir dann die ganzen Gebäude unter Feuer nehmen können. Was ist auch los? Das ist schon wieder typisch, ne? Ich sag den Jungs, sie sollen angreifen oder sie dürfen angreifen. Was machen sie? Sie tun es nicht. So. Hm, ich würde spontan sagen, wir sind hier durch. Jetzt die Truppe anziehen und gucken, ob wir mit 40 Hüs. Ne, ich kann mit denen auch keine Formation machen. Bauen die Hüs sowas wie ein Kommandanten? Keine Ahnung. Wie gesagt, muss ich mich eingehen. Okay, das erste Lager der Türken haben wir, glaube ich, unter Kontrolle. Da ist natürlich irgendwas beschossen. Und was denn? Ist doch nichts mehr. Noch ein paar einzelne Deppen. Ach da! Eine Kanone gebaut, der Penner. Das hier vorne machen wir noch kaputt. Das lebt nur noch. Ah ja, müssen alles auseinandernehmen. So, und die ganzen Husaren möchte ich gerne hier oben haben. Ich bin nicht schon keinen Schatten. Wo wollt ihr denn hin? Das ist ein Penner, ey. Den anderen von den erhöhen. Husan soll ziemlich OP sein, sagt mir mein Kollege. Deswegen ist es cool, wenn ich ein paar von denen schon habe. Wo wollt ihr? Ach Mann, ihr seid so dämlich. Oh, das ist kaputt. Ein bisschen auf Seite weiß. Sagt auf Seite. Hier den Rest kaputt machen, weil es gibt anscheinend ein paar Gebäude, die kann ich nicht besetzen. Die Jungs haben doch Feuer frei drin. Angriff aktivieren, ja, machen sie aber nicht. Wie gesagt, muss ich ein bisschen mal einlesen. So bringt das noch nichts.
Okay, das ist auch eine Ruine. Vielleicht auch mal eine Heilung rausknallen und nochmal nachgucken, was wir alles machen können. Wow. Er baut hier anscheinend nichts mehr, das heißt, wir können unsere Truppen allgemein wieder sammeln. Und dann ist es nichts davon. Jetzt sind meine Truppen dünn ausgesehen wegen dieser scheiß Kanone. Die muss eigentlich auch mal einsetzen, ne? Noch ein Bauer. Ich glaube, es gab auch ein Achievement dafür, wenn ich mit den Bauern von der Vereinigten Nation Luftschiffe gebaut habe. Mal gucken. Alles niederreißen. Das macht eine Menge Schaden. Ich habe es nicht früher eingesetzt. Wir merken, Bomben sind cool aus großer Distanz zu feuern, aber mit den Kanonen geht es deutlich einfacher. Weil ich schaue aus einer Kaserne. Na komm, schieß mal. Ja, die sind sinnvoller. Aber hier haben wir den schönen Reichweitenvorteil. Ist eine Kaserne? Ich weiß halt nicht, ob ich alles in die Luft jagen muss. Spontan will ich es einfach mal tun. Schaut sie so aus? Okay, ein paar von meinen Jungs sind ein bisschen YOLO gewesen. Meinetwegen. Shit, da ist eigentlich noch die Kaserne. Ach, da ist auch noch eins. Okay. Ja, wie wir es hier machen, an sich würde ich es genauso machen. Dann bin ich durch. Wo sind die Türme? Ach, da ist ein Turm. Einer? Nee, ne? Das ist die Verteidigungslinie, aber die kann ich eh ignorieren. Da steckt seine Hauptbasis in Niedermeer. Und eine Turm. Also wenn wir die wegreißen, können wir voll rein donnern. Feuer frei, aber ich tue nichts. Ich weiß nicht, dass ich mich lieber hier frohmutig von dem Arsch da penetrieren. Guck, die Kriegsführung, ich hasse sie. Aber gut, was haben wir noch, was wir machen können? Wow. Okay, der Rest ist irgendwie nicht mehr ganz das, was wir benötigen. Wir können auch unsere Hussars ein bisschen verbessern. Unsere Musketier ein bisschen verbessern. Aber wie viel Luftlandschaft haben wir auch nicht? Also, ansonsten habe ich nicht so viel Nutzen. Ich glaube, ich brauche auch nicht mehr, das heißt, wir können die Funktion an sich einstellen. Hier reise ich auch mal alle Gebäude ein, falls da komische Gedanken kommen. Ich weiß ja nicht, ob die KI so witzig ist im Thema von, oh, ich werde nicht mehr belagert, ich kann ja weitermachen. Na, kann ich witzig sein, mir Achievement holen. Stadthalle. Oh, hier oben hin. Das sind eigentlich viele Achievements, die auch so teilweise so dämlich sind. Und jetzt die wieder rum. Zugesellen. Hier ein bisschen mehr, bitte. Schaut es hier so aus. Das haben wir wieder gerissen. Das ist die einzige Produktionsstrecke, die es noch so lebt. Das haben wir alles erobert oder niedergebrannt. So, ich würde sagen, ist der Typ ziemlich im Eimer. Wenn das hier kaputt ist. Das war
wollen die von da oben. Naja, wir müssen da gleich unbedingt mal aufräumen, das nervt so sehr. Aber währenddessen noch die Hüße ein bisschen verbessern. Holy shit, kostet das viel. Stadtteile errichtet, aber ich habe kein Achievement. Hier ist nur ein Multiplayer. Gut, das haben wir gemacht. Die Kanonen bitte einmal sammeln. Hat sich wieder geschossen. Ne, jetzt habe ich keinen Bock mehr darauf. Füß erledigen. Oh Mann, wie gut die sind. Gesehen. Ich muss kurz sagen, die haben sich schon ziemlich schnell durchrasiert. Links hat auch ein paar Leute verloren, aber naja, passiert auch mal. Ne? So, wo ist das Türmchen gewesen? Da. Soll niemand so nah rangehen, wie geht. Wir haben da so ein bisschen als Schutz. Wir werden natürlich logisch auf mich geschossen. Habe ich den übersehen? Ist auch noch einer. Halt stehen beim. Und Türmchen. Brauche ich eigentlich mal nutzen, um ein paar Leute zu kriegen, bevor die komische Gedanken kommen. Zwei Türme hat er, okay. Aber wieder wie der kann die Dinger. Also, dies kostet mir nämlich zu viel. Die gehen aber noch locker. Ja, der gute hier lodert. Da haben wir keine Angst mehr vor, da kann ich's ja machen. Das sind eigentlich nur die zwei Türme und dann er hier. Noch ungefähr selber. Und dann war's das. Und man sieht, meine ich meinen Kohlebedarf an, der geht ein bisschen runter. Ich muss mein Eisen bedarf. Okay, Turm Nummer Uno ist tot. Noch kein Angriff der Türken, okay. Welche Ziele habe ich nochmal genau? Um zu gewinnen, müsst ihr die türkischen Armeen Grümler besiegen, ihr werdet verlieren, wenn ihr keine Truppen oder Bauern mehr habt. Okay. Besiegen, ja, an sich, wenn ich ihn hier komplett niederreiße, ähnlich wie unten, haben wir auch gewonnen. Nicht so gut. Mag das nicht, wenn ich das tue. Okay, mal gucken, ob das reicht. Das sollte eigentlich. Das hätte mein Tritt noch besser sein, Designer. Oh, sind sie auch. Okay. Da kommen auch keine weiteren Angriffe mehr. Ist auch gut. Ja, wenn die Wüste schon. Wow. Der hasst mich wirklich. Ja gut, der Tor macht verdammt viel Schaden, aber die Kanonen nerven. Ja. Oh gut, schießt auf meine Reiterei, hab ich nichts gegen. Die sehe nicht mehr so gut, besser Laune. Wenn der Tor weg ist, kann sie eh nichts mehr machen. Da hab ich ein bisschen zu viel Schiss vor dem Turm, da, aber ich weiß halt, da kann ordentlich Damage reindrücken. Wenn er da eine geschlossene Formation in Husaren reinknallt, dann sind da auch locker 20 Leute weg. Es geht die Mini kaputt bleiben von den Trümmern. Okay. Okay, Trümmer sind die nächsten Schätze. Können auch eine Menge Löcher reinmachen. Einfach. Alles klar. Ganze Kommando zurück. Dann haben wir die Hüs rein, würde ich sagen. Erstmal rasieren wir uns hier durch. Da sehen wir uns komplett durch. Aufpassen, dass ich mal hier rankomme, weil hier ist noch ein bisschen Formation, da sind noch ein paar Türme. Kann die ganze Abteilung einmal nach vorne. Sehr schnell. Ja, dann muss ich mal anrennen, würde ich sagen.
Oh, fast getroffen. Hey, jetzt hat er sich angeschlossen. Nice. Oder zwangsweise haben sie kapituliert. Sieht ja gerade aus. Nicht sehr zerstreuen, Leute. Das sind noch ein paar Gegner. Hey, du gut, hat sich viele Bauern. Die schützen auch die Kanonen so ein bisschen hier Anwesenheit. Bisschen mehr. Hier vorne ist alles aufgeräumt. Sammeln. Bevor wir uns dann in ostende Gebiete reinheiern. Wo wir schon machen. Lebt eh nichts mehr. Wir machen hier die Frieden wieder kaputt von ihm. Wir machen das ganze Bauernvolk kaputt, was hier wieder was aufbauen möchte. Die sind auch erledigt. Die sind erledigt. Das meiste haben wir erledigt, ne? Die Gebäude fangen schon zu explodieren aus Gründen, die ich nicht kenne. Ja, können wir die Bomben hier mitnehmen? Da sind sogar zwei draufgegangen. Die ganzen Scheiße mit jetzt zu brennen. Oh, das war mal ganz nett, die USA. Haben auch einige verloren. Gut, weil ein Haufen Leute hier, die ich habe. Da lebt noch was. Ist ein Türmchen. Wow, und Luca nur 2 Punkte hat, dann passt schon noch. Geht mal zum Schatz, um mal zu gucken, was es ist. Der ganze Rest ein bisschen nach vorne, dass ich den Rest auch in die Luft jagen kann. So, was hat es hier mit auf sich? Scheint mir jetzt nicht bonuszielastig zu sein oder so ein extra Ziel. Hey, Herr General, wir haben eine versteckte Schatztruhe gefunden. Es befinden sich keine Besitzer in der Nähe. Es muss sich um Güter handeln, die ehrlichen Christen von den Türken gestohlen wurden. Sie wollen wahrscheinlich auf dem Rückweg mitnehmen. Ja, das soll ich jetzt noch bis dahin diskutieren. Shit. Okay. Und bei mir ruckelt es ein bisschen. Ich muss ein bisschen was umeiern. Moment. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was manchmal passiert. Oh! Wir haben eben so dran vorbeigeritten. Hoppla. So, dann machen wir das nochmal. Da sind wir rausgekommen. War klar. Kanonadas. Das Ding lebt noch. Kommen wir in die Mitte rein. Das ist ein Zerbauen, den hätte ich gerne erledigt. Wo sind die Packpferde? Ah, sie sind Beschuss. Okay. Aber keine Ahnung, wie viel ich genau machen muss, um das hier zu gewinnen. Wobei ich die Packpferde schon gerne rüberbringen möchte. Und die Hussars wollte ich eigentlich auch haben, die Winkelstars von Polen. Wow. Ich mag viele Kanonen, die hauen so viel Damage raus. Halt den Typen weg. So, der gute ein paar Schaden, dann gibt es ein paar Punkte. Wahrscheinlich gelten die Punkte aber auch lediglich für die paar Verteidigungseinheiten, die er da oben hat. Die werden wir jetzt zum Schluss erledigen.
Ich konzentriere mich erstmal darauf, dass ich seine Siedlung hier niederreiße. Nichts verstehen lasse, was er gebrauchen könnte. Du kannst weiter runtergehen, da sollte es keine Feinde mehr sein. So. Können die Hussars eigentlich mal weg? Also meine Hussars. Die Jungs nämlich hier das Ganze niederreißen. Okay, wir werden Pascha jetzt auch wieder nix, aber... Kann ich wirklich alles vernichten von ihm? Das zu erwarten, würde ich mal spontan sagen, ne? Oh, lebt noch. Ach so, lebt auch noch, okay. Dann kommt mal runter. Kannst du die Formation ruhig mal anschließen. Wir können jetzt das niederreißen. Und dann mal gucken, was noch so steht. Ich meine, hier sind ein paar Einheiten. Die allgemeine Frage, muss ich alles zerstören? Oder reicht das jetzt nicht, sei seine Produktionsstätte niederreißen? Aber Punkte hat er nämlich keine mehr. Der türkische Außenposten noch ein bisschen was. Okay, verständlich. Den habe ich ein bisschen was gelassen. Ne, hier sind noch ein paar. Aber nö. Produktionsstätten besitzt ja keine mehr. Das Einzige, was wir besitzen, sind halt diese Einheiten hier drüben. So, mit den Bombarden. Kann man jetzt die Türme hier auseinandernehmen? Die Türme? Wo sind da? Ach da! So, das sind die Packpferde. Ich meine, die wollten es den Priestern hier, ne? Also schicken wir sie auch hier rüber. Nee, die wird schon... Achso, der wollte ich auch nicht gehen. Gucken, die sehen immer so interessant, die Jungs. Ja, Wegfindung. Ja, ich geh jetzt mal da lang. Nee, hier will ich ja hingehen. Geh mal nicht dort rein. So, und dann hat die Frage, wie wir den Rest erledigen. Müssen wir mal kurz gucken. Ach, dann ist das Gebäude noch zählt. Was haben wir denn hier? Ein paar einzelne Kanonen. Boah, ich würde sagen, wir reißen die Trümmer einfach rein. Und wir rennen sie dann. Oder wir kommen jetzt noch die Festung auch noch zuerst, um das auch nochmal zu sehen, was es dann gibt. Ich meine, es ist eh keine Gefahr. Können sich fast mit Kanonen einäschern. Warum nicht? Das ist schon mal in Position. Ist. Nein, du bist weg. Ganz viele Kanonen. Sars brauche ich dafür. Der Turm nervt, genau. Musketenschützen können wir alle mitnehmen, theoretisch. Kann man gut brauchen. So, wenn ich euch jetzt sage, dass ihr zu den Priestern hingehen sollt, dann sind sie endlich so schlau und gehen runter lang. Warum sind hier noch Einheiten? Habe ich sie nicht mitgenommen? Wahrscheinlich ein Einheitenfehler von mir. Okay, jetzt haben die niedergerissen. Wie schaut's damit aus? Gut, dann nehmen wir alle Kanonen und bringen sie schon mal nach da. Die ganzen Musketiere bringen wir auch noch da. Bei München. So, der Turm ist im Weg. Ein mit Schätzen belagertes Gefolge ist jetzt sicher. Die Schatzkammer irgendwie ist mit Goldmünzen gefüllt. Ah, ich muss sie einfach nur auf die andere Flussseite bringen. Ah, cool. Wo komme ich Gold? Alles klar. Wäre es sinnvoll, wenn man hier von oben aus angreift. Ich habe damals zum letzten Mal eine schlechte Erfahrung gemacht, deswegen habe ich von unten aus angegriffen. Und hat auch ganz gut funktioniert. Was ist die Bombarden eigentlich hier noch? Ich meine, der Turm ist gleich weg. Oben reise ich einfach mit meinen Kanonen wieder. Das einzige, was ich noch gebrauchen könnte, wäre für das Tor hier vorne. Da ist eigentlich nur quasi die Wiese einmal reinrotzen, das war's. Und die Hälfte der USA haben wir verloren. Egal. Die übrigen werden schon ausreichen. Gucken, könnt ihr mal hier kurz bitte das kaputt machen? Das ist große Distanz.
Man sieht eigentlich nichts davon ihm, ne? Nur nichts Gefährliches. Oh. Sagt er und findet doch noch was. Nehmen wir uns mal die Haubitzen. Und anders machen. Deswegen ist heute aus. Wo schießen die denn? Achso, die haben meine Goldmine zerstört. Oh, nice. Das Toilette aber noch, ne? Danke. So, würde ich sagen, für diesen Part reicht es erstmal. Im nächsten Part schießen wir die Mission ab. Wir hoffen noch die Unitus aus hier holen. Dann haben wir den letzten Rest von ihm nieder. Und ja, mal gucken, was dann noch so passiert. Bis dann. Tschüss.